falls es jemand nicht mitbekommen hat. 112 Sterne, okay, noch 8. Der Countdown hat angefangen. Rüber zur Wobi-Waba-Wüste. War der Name richtig? Keine Ahnung. Also wir waren da Wo und Bi drinne. Und war und war. Tolle Logik, Wobi-Waba-Wüste, ja. Löse das Pyramidenpuzzle. Ich nehme jetzt einfach mal Sätze. Fangen wir doch mal mit der roten Münze da hinten an. Und weg vom Treibsand, weg vom Treibsand. So. Und. Nein. Rüber. Ja, kurz überlegen. Ich habe nur was ein, was ich jetzt erzählen kann. Großartig. Dass ich meine Stimme auf den Aufnahmen nicht mag und so weiter, habe ich schon gesagt, oder? Ja. Und. Da. Blaue Münze. Nein, nicht jetzt doch. Nein. Raus da. Okay. So. Die blaue Münze wollte ich jetzt haben. Na, zwei Münzen weg. Ja, komm her, Bonbon. So. Ja, kurz konzentrieren. Und trotzdem versagen und meine Münze hauen. Klitscht meine Münze da gerade runter und dann wieder hoch. Yeah. Du hast Probleme, Münze, ganz ehrlich. Hallo Gumbas. Hallo Box. Und tschüss, Gumba. 9 Münzen, juhu. Ich will den blauen Schalter. Ich will jetzt auf der Stelle 100 Münzen haben. Ich will hier raus. Dau. So. Komm her, Gumba. Nummer 11. Okay, ich glaube, außerhalb der Pyramide gibt es nicht sehr viele Münzen. Die besten Münzen sind eigentlich die von den, wie hieß die jetzt mal, Pokies? Spricht man sie aus? Poké auf jeden Fall geschrieben. So. Rüber und rüber. Und totales Glück, dass ich nicht, in den Treibstand gefallen bin. Fliegekappe und ab zur Kanone. Hoffentlich muss ich in diesem Part keine Person anders sprechen. Okay, Bowser. Aber ich glaube, das dürfte nicht allzu schwer dann sein. Flieg doch nicht so hoch, Kerl. So, runter. Ich will die. Habe ich nicht gerade gesagt, nicht so hoch, Kerl. Dieser dumme Klempner. Jetzt rechts. Unten halten. Ja, so. Und da ist die nächste. Komm schon, die kriegst du. Brava Klempner. Die kriegst du jetzt auch noch. Ja. Brava Klempner. Dummer Klempner. Brava Klempner. Auch wenn ich nicht gesehen habe, dass du sie berührt hast. Und Neustart. Und nochmal eine Münze. Und dann habe ich schon ein Viertel. Brava Klempner. So. Gibt es hier unten noch irgendwas Besonderes? Hier vorne war irgendwo ein Pokey. Oder Pookie oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht. Ich wiederhole mich. Warum habe ich den Satz jetzt schon wieder gesagt? Du hast wohl nicht meine Münze ab. Münze. Bleib weg. Und du stirb und gib mir eine blaue Münze. Ich will meine blaue. Meine Münze. Nee, halt. Meine Mütze. Boah. Und da ist meine Münze. Ich will meine Münze haben. Okay. Puh. 5 Münzen weniger, um die ich mich sorgen muss. Also 37 und jetzt ab in die Pyramide. Boah, der Unterschied zwischen Mütze und Münze ist anscheinend echt schwer und gewaltig. Und du lässt mich ja wohl hoffentlich darüber und nicht einfach nur so da reinsinken, oder? Ja, braver Wirbelsturm. Und rein in die Pyramide. Hier dürften die letzten Münzen sein. Beziehungsweise ich hoffe, dass hier die letzten gut zu erreichen sind. Irgendwo hier war ein blauer Schalter. Da. Komm. So. Da. Und. Das waren nur 15 Münzen. Oder 20. Okay, jetzt heißt es suchen und zusammenfinden. Jetzt zählt an sich jeder Gegner.
Beziehungsweise jeder Goomba. Komm her, Münze. Über die Hälfte. Hallo. Verbandsbumper oder wie auch immer. Nur neben. Hoch, hoch, hoch. Ich mag Sand nicht. Ich mag auch Strand nicht. Und als Urlaubsziel kann ich Bensasil nicht empfehlen. Und ich will da jetzt hoch. Eben geht das nicht. Dann halt dahin. Ich glaube, hier komme ich hoch. Irgendwo hier sind doch Sandplatten im Boden. Da. Sandplatten? Nee, halt. Steinplatten. Dann halt andersrum. Mann, Pyramide habe ich dich vermisst. Hör auf, dir am Rand lang zu laufen, Mario. Das will ich nämlich nicht. Okay, drei Goombas, drei Münzen. Hopp. Und 55. Und 56. Und 57. Was mich endlich frag. Ich habe, glaube ich, momentan 4 Abonnenten. Wie viele von diesen 4 Abonnenten gucken überhaupt diese Videos? Oder sind das eigentlich nur Zuschauer, die random reinschalten oder reinklicken eher? Das frag mich gerade. Ich glaube, ich kenne sogar die Namen aller 4 Abonnenten. The Shaka Shack, Vote M4, Felsen Shadow und wer war jetzt der letzte? Ich glaube, das war Herr Erkan, wenn ich richtig liege. Ja, Herr Erkan. Der Erkan. Ein netter, sympathischer Typ. So. 64, 65, 66, 67 und 68. Ja, Shaka ist auch eigentlich relativ sympathisch. Der fragt ab und an, ob ich auch modernere Spiele als das hier Let's Play. Das habe ich ja schon ein paar Mal beantwortet. Vote M4, wenn ich richtig liege, falls er überhaupt noch abonniert hat, dann habe ich eigentlich noch gar nichts sagen hören, nur sagen, eher schreiben, sehen, hören, was auch immer. Und Pelle. Ach, der braucht nicht schreiben. Der kann entweder in Skype irgendwas schreiben oder in der Schule sagen. So. Okay. Gegen Ende des Let's Plays auch mal die bisherigen Abonnenten erwähnt. Und ich könnte jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal auf Pause und gehe mal kurz in den Browser. Und wurde in Skype angeschrieben. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich gucke jetzt nach, wer die Abonnenten sind. Mein Kanal. Und Abonnenten 4. Okay. Einmal auf den klicken, einmal auf den klicken, einmal auf den. Okay, Pelle Shadow klingt, steht da ja schon. Moment. Ja, hallo Leute, hier ist der Craft the Source Clan. Irgendwer spricht gerade die Aufnahme. So. Wo sehe ich denn das jetzt? Okay, Vote M4, war richtig. Der Shaka Shack war auch richtig. Und hier er kann. Da können wir mal wieder das hochladen. So. Pelle Shadow kann ich da nochmal kurz gucken. War auch richtig. Okay, so. Toll. So, Spiel pausiert und wieder ins Spiel rein. So. Oh nein. Ich will da wieder hin. Okay, da vorne hin. Das wäre jetzt einfach mal kurz spontan in den Browser gegangen. Aber ich schätze mal, dass im Spiel eh nur die ganze Zeit der Pausenbildschirm angezeigt wird. Weil Fraps ja anscheinend. Nee, das ist anscheinend wahrscheinlich ja eh nur das Spiel aufnimmt und nicht den Browser. Und rüber. 79. 80. So, bitte lass doch hier 20 Münzen sein. Ich würde alles dafür geben. Naja, nicht alles. Ein paar Sachen will ich noch gern behalten. Hier ist eine Rolle, wenn ich mich nicht irre. Wie weit kommst du eigentlich? Auf jeden Fall nicht bis zu mir. Los, roll schneller. Woran bin ich da abgeprallt? Das Spiel hat keinen Sinn. Okay, da sind Münzen. Und da sind Münzen. Das könnte was werden, wenn ich Glück habe. Ich glaube, oben sind auch noch Münzen. Ansonsten habe ich einen Fehler gemacht und
muss das Level nochmal starten. Da habe ich mich außerhalb paar Münzen nicht genommen. Und ich glaube, das sind die restlichen roten Münzen dann. Ich sehe schon kommen. Und irgendwie kommt mir das so vor, da verfolgt die Viecher mich irgendwie immer. An dieser Stelle. 16 Münzen noch. Komm schon. So. Hallo, ich möchte bitte sehen, was über mir ist und nicht unter mir. Extra Runde gedreht und dreh. Boah, Kamera. Okay, es könnte knapp werden. Ja, mach renne. Ich will schon sehen, dass ich schlecht bin und Münzen ausgelassen habe. Dahin. Hier sind Münzen. Okay, die könnten meine Rettung sein. So. Und hoch. 94. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, sind ja 5 Münzen. Okay. Wo ist die nächste Münze? Okay, 2. Jetzt ist es knapp. 96. Eine ist da auf dem Sandwand. Eine ist dann allerhöchstens da oben hier noch. 97. Da ist die 88. Oh, bitte schon mal hingefallen. Okay, die 5. ist dann da oben. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob ich irgendwo noch eine finde. Irgendwo hier unten oder so. Ich würde. Das war knapp. Ich würde alles dafür geben, wenn jetzt da 2 Münzen sind. Irgendwo hier. Irgendwo. Und da ist wieder Sand und ich bin fast reingehüpft. Bitte. So. Kurz gucken. Hoffentlich ist er. Jetzt echt nur noch die eine Münze da oben ist, dann habe ich eine Arschkarte. Und dann werde ich wahrscheinlich Level 9 starten. Und eben alle Münzen sammeln, bis ich 98 habe. Und dann werde ich die letzten beiden einsammeln in der Aufnahme. Das heißt, ich werde einmal etwas offscreen machen. So, jetzt bitte, ich glaube, da sind doch noch bestimmt Münzen, oder? Ich bitte, ich habe keinen Bock, nochmal alle Münzen zu sammeln. Es sieht nicht danach aus, oder? Ich kann nochmal hochgehen. Aber ich glaube, ich habe alle eingesammelt. Irgendwie sowas Assiges muss doch passieren. 2 Münzen. Eine Münze sogar eigentlich. Ja. Ich will mich halt elektrisieren. Los, rupst bestimmt noch eine Münze, oder? Ah. War klar. Tenta ist bestimmt eine. Auch nicht. Oder wenigstens noch 2 Gumbas, die irgendwie aus dem Nichts erscheinen. Irgendetwas. Ich will jetzt meine 2 Münzen haben. Jetzt bin ich traurig. Und bekomme extra Arbeit. Das ist ja die Rolle. Das sieht aber nicht gut aus. Ich hätte einfach draußen, außer der Pyramide, 2 Münzen mehr einsammeln müssen. Da komme ich so rüber. Und drehen. Hier sind nicht irgendwie Münzen versteckt, oder? Oh, bitte. Hallo, ihr komischen Buggy-Sparkies. So, renn da entlang. Und hoch. Und sag mir bitte, dass du hier irgendwo noch Münzen siehst. Hier in der Luft vielleicht? Nein. Lass mich rüber, Dickerchen. Wow. Das war wieder knapp. So. Bitte hier oben eine. Nein. Schlimmer als das konnte ja nicht passieren. Nee, schlimmer als das konnte ja nicht passieren. So. Damit wäre wenigstens der Stern da. Moment. Auf dem orangenen Kasten könnte noch eine sein. Moment. Dahin. Und. So. Okay, ich versuche nochmal.
Wo könnten hier noch welche sein? Da unten ist so ein Teil. Boah, eine Münze. Ich glaub's nicht. Eine verdammte Münze. Hier sind aber nirgends welche. Ja. Vielleicht sind hier runter welche zum Boss. Würde mich ja wundern, wenn hier was wäre. Und? Sind hier welche? Nein. Okay, ich kill mich. Nehme ich jetzt auf, wie ich Nummer 98 sammle. Oder nicht? Na, ich nehme schon auf. Ich habe keinen Bock, dem nicht was zusammenzuschneiden. Nein. Ja, halt, warum bin ich jetzt hier? Oh nee. Kurs verlassen. Wieder runter. Ich kann's nicht glauben. Eine verdammte Münze. Wie unfair diese Welt doch ist. Beziehungsweise eher dieses Spiel. Oh nee. Ich freue mich jetzt irgendwie doch immer mehr auf Zelda. Denn das Spiel ist nicht so unfair. Es ist zwar an manchen Stellen gemein, aber nicht unfair. Löse das Pyramidenfossil. Ja. Nein. Da, komm her, Münze. So, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, habe ich gesagt. So, und schon bin ich nicht mehr positiv drauf. Jetzt bin ich total negativ. Ja, Explodierbombe, ich brauche deine Münze. Was wird denn das hier? Ein dreh dich im Kreis. Okay, Münze habe ich. Und was mir jetzt einfällt, die Münze, die mir gefehlt hat, war natürlich die bangende Münze, die da anderen wieder hoch und runter gekommen ist. So, explodier schon. So, komm her. Deine Münzen will ich auch haben. Komm her, du Fly Guy. Oh nein, wann die sich da auch hoch? Nee. 6. So, und jetzt Kopf. Und Blaumünze her. Goomba, sage Tür zu deinem Leben. Du auch. Hallo Box. Hallo, nochmal kleine Box. Kleine Box tötet Goomba und große Box und haut ab. Großer Poké lacht mir ins Gesicht und stirbt und gibt mir eine blaue Münze, die ich jetzt haben will. Traurige Box macht mich gleich platt, oder? Nein, macht sie nicht. Und nochmal rüber. Und wieder geschafft, wieder mit Glück. Wo bangen die Münzen her? Das sind bestimmt wieder Münzen, die gleich fehlen. Ich sehe es kommen. Andererseits dürfte ich schon mehr Münzen haben, weil ich die anderen bangenden Münzen habe. Jetzt noch. Das war jetzt unfair. Oh nee, ich habe nochmal 5 Münzen gesehen auf der Pyramide. Ich glaub's nicht. Ja. Wie oft will ich jetzt noch darüber rumjammern? Keine Ahnung. Solange, bis es akzeptiert wird. Ja. Jetzt brauche ich wieder Gesprächsthemen. Und bekommst du die Münze wieder, ohne dass du sie berührst? Nee, bekommst du natürlich nicht. Dummer Klempner. Aber Klempner, den wir alle lieb haben. Ich glaube, die Welt mag einfach italienische Klempner in Latzhosen mit einer roten Münze. Mütze. Nicht Münze. Wow. So. Und hol sie dir. Flieg und Sieg. Und flieg genau dran vorbei. Finde ich toll. Flieg wieder auf den Sand. Und hol dir die 4 Münzen. Ich halte das dann 5. Renn den Turm hoch. Obwohl ich mich frage, wie das geht.
Ja, ich tue wieder gerade total positive Sachen machen. Oh, meine Münze. Meine Mütze. Mütze ist weg. So. Darum konnte ich nicht mehr fliegen. Und ich versuche zu hüpfen. Und ja, der Adler hat mir meine Münze. Warum habe ich schon wieder Münze gesagt? Mein Gott. Ich sollte jetzt echt mal aufhören, abends aufzunehmen. Aber abends habe ich meine meiste Ruhe und ich nehme auch meistens dann auf, wenn keiner zu Hause ist. Ja, dann hole ich mir halt eine Fliegemütze. Dann müsste es gehen. Dann habe ich wieder eine. So. Theoretischerweise müsste ich dann hinterher wieder eine haben. Ansonsten wäre das komisch. Hier ist natürlich ein Pilz drin. Hier sind da Münzen. Ja. Münzen drin gewesen. Jetzt bin ich auch gewundert, aber hier waren welche. Und da seid ihr, die mir gefehlt haben. Wow. So, da auf Sand. Und mit 41 Münzen in die Pyramide. Und diesmal auf mehr Glück wünschen. Zumindest etwas mehr Glück. Ey, verarsche. Ich hab wieder meine Mütze weg. So. Und rauf. Und wieder auf Gumba-Jagd gehen. Nee, halt erst die Seite. Und stirb. Und stirb. So. Und ich glaube, wenn ich weiter so lange mache, beziehungsweise so lange brauche, dann wird das mit den 10 Sternen heute nichts. Das sehe ich auch schon kommen. Ich werde wahrscheinlich mit 115 Sternen wieder aufhören, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber diesmal muss ich mich versuchen durchzuzwingen. Schließlich will ich in der nächsten Aufnahme nicht mehr Mario sehen, sondern Link. Ja, Link, mein kleiner süßer Fratz. Ich hab dich lieb. Hey, was soll das Ding schwul? Stirb, Gumba, juhu. Mann, werde ich gerade gelangweilt. Ich glaube, das war schon mal ein Problem, dass ich schon mal nicht alle Münzen zusammenbekommen habe. Wie sich Sachen wiederholen. Dann ist es aber so selbstverständlich, dass manchmal Videos bei mir zu gucken langweilig ist. Nun ja, so bin ich halt. Etwas langweilig, wo ist meine Münze? Bist du auch den Sand drüber gebackt? Nein. Okay. Wo bist du? Ach, egal. Hopp, 63, da unten war nur ein Pilz, oder? Ich glaube schon. Ja. Die ist natürlich überall in Boxen versteckt. Nachher Besonderheit, wenn Mario seine Mütze verliert, wenn ich es nicht mitbekommen habe, nimmt er dann doppelten Schaden. Dabei frage ich mich, warum nimmt jemand doppelten Schaden, nur weil er keine Mütze mehr trägt? Das ergibt für mich keinen Sinn. Und ja, irgendwie habe ich heute Abend das Lang bekommen, eine japanische Sportart zu erlernen. Und ich frage mich echt, wie ich darauf gekommen bin. Warum ich das lang bekommen habe. Das ist gerade für mich irgendwie dämlich. Vielleicht kommt es, weil ich letztens einen Schrank, beziehungsweise eher ein Sofa, aussortiert habe und da drin eine Urkunde war von einer Selbstverteidigung, die ich damals mal als kleines Kind hatte. Das war es nochmal. Aikido. Ja. Aikido. Ja, japanische Silben, die auch gleichzeitig Wörter irgendwie im Japanischen sind. Ai, wenn ich mich nicht irre, ist Liebe. Ki ist, glaube ich, Lebensenergie oder Energie. Und Do, was ist das Do nochmal? Ich glaube, Do war, glaube ich, Weg oder so. Ich nehme das mal gleich mit. So, 82. 84. Hallo, Rolle. 21 war jetzt schon. Nach dieser Aufnahme werde ich noch was essen. Egal wie spät es ist.
wenn es 3 Uhr nachts oder beziehungsweise 3 Uhr morgens ist. Ich mache mir Nudeln warm und esse Spaghetti. Genau wie der Klempner. So. Ja, okay, das sieht besser aus. Aber irgendwie kommt mir das trotzdem gerade wenig vor. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich hier nur 81 Münzen. So, eben drüber rennen. Meine Stimme wird gerade etwas komischer, beziehungsweise heiser. Keine Ahnung. Oder gedämpfter. Ich könnte natürlich was trinken. Jetzt habe ich wieder was neben mir stehen. Bei einer Aufnahme kommt das, glaube ich, nicht gut. Beziehungsweise, ich kenne eigentlich keinen, der während der Aufnahme was trinkt oder isst. Obwohl, es gibt bestimmt welche. Und das bringe ich bestimmt irgendwann auch nochmal. So. Ja, 93. Und da sind noch 4 Münzen. Beziehungsweise 98. Und jetzt sind noch 2 Münzen und die bekomme ich. So. Ja, geht doch. Jetzt muss ich noch da landen, wo ich hin will. Und da ist er endlich. Oh, meine Hand schwitzt gerade wie am Controller. Was ich eklig finde und komisch. So. 100 Münzen. Und raus hier. Einfach nur raus hier. Im Keller bin ich sowieso fertig. Das heißt, Kurs lassen. Dann kann ich gleich ins obere Stockwerk gehen.